Ach, verdammt! Alec, was ist denn los? Ich empfange hier nichts weiter als überschwängliche Propaganda über Beruhigungssirup und dergleichen. Ich schwöre beim lieben Gott, wenn Starricks Monopol weiter anhält... Alec, verzeih mir bitte. Das sind Freunde von mir. Ivy Frey und ihr Bruder Jacob. Alexander Graham Bell. Linguist, Erfinder und Technikexperte. Alec, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Können Sie das reparieren? Da ist ein Sprung im Gussstück. Oh, es ist ein 2. Wirklich. Sowas hätte ich gebraucht, um die Sicherung oben am Big Ben anzubringen. Alec installiert eine neue Telegrafenleitung für unsere Free Press Association. Als Konkurrenz zur Starrick Telegraph Company. Wenn ich alle Sicherungen repariere, die die unabhängigen Leitungen am Big Ben verbinden, wäre Starrick geschwächt. Leider sind wir ein wenig beeinträchtigt. Und? Bitte. Ich habe den Mechanismus entfernt, damit er an Ihre Armschiene passt. Den werde ich gleich mal ausprobieren. Jacob, warte. Mr. Bell, kann ich vielleicht mit den Sicherungen helfen? Oh, dieses Angebot werde ich nicht abschlagen, Miss Frey. Nehmen wir meine Kutsche, wenn Sie die Güte hätten, die Zügel zu nehmen. Das nehme ich. Ich kann Ihnen helfen. Oh, Miss Frey, ich bin so froh, dass Sie mir helfen. Also, Mr. Bell, an welchen Erfindungen arbeiten Sie? Ich habe vor, einen phonetischen Telegrafen zu entwickeln, der nicht nur Punkte und Striche überträgt, Miss Frey, sondern die menschliche Stimme. Phonetischer Telegraph? Das klingt aber reichlich kompliziert. Warum nennen Sie es nicht Telefon? Telefon? Wie bizarr. Jedenfalls, wie ich bereits sagte, die Presse ist inzwischen vollkommen abhängig von der Starrick Telegraph Company. Und deshalb bat Mr. Green um eine freie Leitung. Ja. Und zusätzlich wurden die Leitungen anderer kleiner unabhängiger Firmen sabotiert. Und sie haben keine Möglichkeit, die defekten Sicherungen zu finden, die sich... oben auf dem Big Ben befinden. Korrekt. Vor allem, da man einen Passierschein von der Regierung braucht, um die Wachen zu passieren. Die werden kein Problem sein. Ich repariere die Sicherungen. Schöne Aussicht. Alles klar. Huh.
Das sollte reichen. Ja. Haben Sie vielen Dank, Miss Fry. Jetzt kann ich endlich mit der Installation der neuen Leitung fortfahren. Wenn ich sonst noch bei irgendwas helfen kann? Mit Sicherheit. Besuchen Sie mich mal. Ich habe mit diesem Gerät rumgespielt. Und die Formel für Sie aufgeschrieben. Es ist noch nicht ganz perfekt. Aber bei Gott, es funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Miss?